Ein wunderschön. Willkommen bei Max Seeds Durchshop. Wir machen heute alle Fanpakete fertig. Wisst ihr Bescheid? Also, es geht weiter mit dem Fanpaket von Schweineschwer, Daniel. Daniel Hoffmann, Fahrzeugteile. Die Frage ist jetzt, ob das bestellt ist oder ob er so gemacht hat. Ich weiß das nicht. Wir gucken einfach mal rein. Brauchen wir gar nicht gucken. Das ist das was? Das ist bestellt. Das ist bestellt. Das ist bestellt, Alter. Das ist. Ja, Mann, das ist bestellt. Der hat das bestellt. Von wem ist das bestellt? Ja, hast du einen Kreisler noch dazu? Streichbare Klebe- und Dichtmasse. Und eine Pistole. Geil, Alter. Was ein geiles Paket. Alter, er kippt um. Neue Unterbodenschutzpistole ist hierbei. Oh, gucken gleich mal, von wem das ist. Die ist ja geil. Guck mal, Hammerteil. Warte, buddel mal weiter. Steht eine Verrechnung drauf. Von Thorsten, Alter. Thorsten, danke dir. Das habe ich gar nicht bestellt. Das wollte ich gerade sagen. Thorsten hat das geordert. Thorsten, Alter, ich danke dir. Hammergeiles Teil, wirklich jetzt. Packen wir mal alles so hier wieder rein, wie es da rein gehört, aber ordentlich. Bin ausgepackt. Da können wir das gleich so ins Regal stellen und so verwenden. Thorsten, Alter, Hammer Nummer. Danke. Wirklich. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Ich denke, hä? Habe ich das bestellt? Habe ich das bestellen lassen oder sowas? Dachte ich zuerst, aber der schockt. Allein du Schutzbuchse oder schockt, so meine ist mich im Arsch. Das kann da auch zu. So, kann das schon mal so. Ja, in die Werkstatt, warte. So, läuft doch bei uns. Da kommt weg. Thorsten, danke, Alter. Das werden wir auf jeden Fall vertüdeln. Also unter irgendeine Gurke wird es auf jeden Fall fressen. Komm, machen weiter. Wir haben noch eins hier. Wir haben hier ein halb auseinandergerissenes Paket, ich weiß gar nicht warum, dazu zerlegt ist tatsächlich. Ich mach mal da rein. Oder was ist das denn hier? Das sind Teile, Bremsbackensatz. Das sind Chrysler-Teile. Das ist der zweite Bremsbackensatz, den der hier Christoph für den 3AC bestellt hat. Ja, der kam mal nicht von Einsatz. Deswegen müssen wir den Sattel packen jetzt. Dann geht's weiter. Also, es geht weiter hier. Hör mal. Das klingt sehr, sehr interessant. Würde ich mal sagen. Ach du heilige Scheiße. Junge! Das Paket wird wild. Wild, Alter, pass auf. Ich muss das mal jetzt ein bisschen hier. Hallo an alle bei Max Speed Shop. Da ich über YouTube nichts spende, habe ich mir gedacht, dir einfach mal ein Paket zu schnüren. Ich habe mir die Garage geräumt und ein paar Sachen, die man nicht mehr braucht, die man nicht mehr brauche, aussortiert. Keine Angst, den Schrott habe ich weggeworfen. Glück gehabt. Der Inhalt ist, glaube ich, soweit selbsterklärend. Löffelbiskuit ist natürlich die Angela Kieber San Jody, die selbst gedruckten Spielsachen und der Süßkram ist natürlich auch für die Kids und ich denke, Tine wird das ein oder andere auch gefallen. Der habe ich ein paar meiner Sachen eingepackt. Die Instant-Nudeln natürlich für Gordon, auch andere Sorten als Yum-Yum. Hoffe, es schmeckt trotzdem. Nudeln zum Abnehmen sind auch dabei. Abnehmen, Alter. Kannst du mal probieren, was ihr dazu sagt. Ich, bäh. Das glaube ich auch. Viel Spaß damit. Danke für den Content. Mach weiter so. Die 3D-Drucker. Der Dirk. Weiß Bescheid. Wenn du mal gedrucktes aus plastischen Stoffen brauchst, All-Teile, Sonderteile, Drucke, Webartikel, Schlüsselanhänger, 3D, einfach melden. Alter. Das ist ja wild. Komm, ich zeig euch mal. Nehmen wir jetzt wirklich als Werbung, ne? Aber, Junge, es lebt. Aber das ist schon wild. Pass mal auf. Ich hab schon viel gesehen, ne? Aber 3D-gedruckte Visitenkarten? Junge, Alter. Wäre ganz cool, ne? Was wir brauchen könnten, wäre ein Schlüsselanhänger, Alter. Für unseren Shop. Wäre echt geil. In Big Mengen. Wir brauchen die alle, Alter. Jetzt liegt die Kiste jetzt einfach hier hin. Komm, guck mal, was drin ist. Was ist das denn? Junge! Das ist voll mit Giraffen. Was ist das? Das ist eine Hexe. Eine 3D-gedrückte Hexe. Alter, 3D-Druck läuft, ne? Ist eigentlich schon ganz geil, ne?
Das hier ist der Fledermaus in 3D-Druck. Das ist für die Kinder, ne? Oh, hier, guck mal, gruselig. Oh mein Gott! Ja. Was ist das denn hier? Ja, hartes Zeug. Oh, wird laufen. Scheiße, Alter. Wild! Also läuft, 3D-Druck läuft bei euch. Das macht übrigens mein Schwiegervater Jörg auch. Aber auch so einen großen Stil. Hier so Dinger, so. Ich glaube, so Heftdinger. Kann man irgendwie sowas, sowas machen mit. Lol. Geil. Ich fall um. Was ist das? Mamba! Den Maroarm. Dann Kaubonbons. Und wir haben. Ein Einhorn. Ford haben wir auch am Start. Der ist ja wild. Das ist geil. Was ist das? Alter, das ist voll mit Geraffel, das Ding. Ich feier das. Was ist das denn hier? Das selber gebaut hier. Guck mal, so zack, zack. Mit Lampe, Schalter dran. Für nur Batterien. Batterien sind hier nicht drin. Batterien sind, glaube ich, woanders drin. Das sind irgendwelche lustigen Lampen. Alter Spiel, was hast du eigentlich alles in deiner Garage liegen? Mal ohne Scheiß jetzt. Baby-Ding etwa? Die isst du dir eigentlich auch ganz gerne. Oh, ich habe mein Hörnchen verloren. Ah, alles gut. Currynudeln. Gemüsenudeln. Cockpit-Pflegetücher. Entennudeln. Gleich hier keiner nochmal in Weiß. Was ist das? Hier, Umbrella Corporation ist auch am Start. Resident Evil Style, Alter. So, Gewinde reingeschnitten. Kann er aber mit Tüdeln nutzen? Nee, ne? Ach, das ist ein Pillendreher. Guck mal, Pillen reinpacken. Ich fall um, Alter. Schon viel gesehen, aber der ist wild. Das ist ein Pillendreher. Nochmal ein Einhorn. Was ist das? Hähnchen. Fritt. Reva-Rindgeschmack. Läuft, Alter. Was ist das denn? Alkohol. Hetterich. Lösung zur Anwendung der Haupt für Sortlinge. Kann man die mit abschießen oder was? Anwendung auf der Haut. Was ist das? Das ist Haderstoff. 70% Alkohol. Für den Fall der Fälle, ne? Koppelpflegespray. Ha! Jetzt kommt's. Oh, das brauchen wir immer. Haftgrund, schwarz. Geil, schwarz ist immer gut. Egal was. Kellermesser, auch sauer. Kommt jetzt wieder. Was ist das? Geil, die Enterprise. Die kannst du mal eben selber tüdeln. Alter, das 3D-Druck-Ding ist echt ja ein Getüdel. Ne? Da kannst du eigentlich einiges mit reißen. Ne? Nee, die esse ich auch nicht, Alter. Nee, guck mal, diese Sibo. Nee, Alter, die mache ich gar nicht erst auf. Was ist das denn? Glutenfrei, fettfrei, zuckerfrei. Also alles, was Spaß macht, ist da nicht drin. Was sind das für Nudeln, Alter? Junge, ich will mich ja nicht beschweren, aber ich glaube, du hast recht. Was ist das denn hier? Ein Handyhalter? Das ist ein Handyhalter. Universal. Alter, ist da ein Giraffel drin. Junge, was soll ich jetzt alles hinpacken? Was ist das? Ein Eiskratzer von Bitburger. Boah, zu scheiß. Die Bitburger Reifentasche. Die hat noch ein paar Brüder. Die hat noch, ja, halt vier, logischerweise vier Brüder. Das Scheiße, warte mal. Ich tauch mal eben ab. Ich habe einiges zerstört. Junge, ich geb gleich. Ich hab meinen scheiß Husten, Alter. Egal, ich hab ein Hörnchen auf dem Kopf. Aber hier. Ein Taifun-Flugzeug. Komm, die bauen wir jetzt. Kriegen wir hin.
Sieht aus wie neu. Bisschen auf wie ein Euro feiern das Ding. Ja. Da! Gönnt ihn euch! Geil oder geil? Also die Enterprise, die steige ich aber glaube ich nicht. Soll ich mal die Enterprise bauen? Komm, wir wollen jetzt die Enterprise. Das wird das beste Fanpaket-Video ever, Alter. Equipum. Wir bauen uns eine Enterprise. Boah, da fällt auseinander die Enterprise. Die feiert mich jetzt nicht so. Alter, ich bin ein großer Enterprise-Fan, ne? Star Trek-Fan, glaubt ihr gar nicht. Ich bin ein richtiger Trekkie, Alter. Ich kenne mich richtig aus mit der Scheiße. Obwohl, meistens habe ich Next Generation geguckt. Tatsächlich. Und hier, ja, die alte Scheiße auch. Oder Voyager habe ich auch durch. Hab die alle durch, Alter. Ich bin der ultimative Gurkentracky. Ich hab schon wieder alles vergessen. Das ist schon wieder 2-3 Jahre her. Kann man wieder anfangen. Muss erst mal 3 Wochen arbeitslos sein. Alter, wie baut man das denn zusammen? Das krieg ich nie im Leben hin. Alter, ich war da schon so schlecht drin. Ist auch keine Anleitung bei. Aber ich habe jetzt genug Teile zusammen. Also, ich glaube, dass die Entenscheiß so funktioniert. Das hier ist diese Platte, dann kommt da das Ding da reingeschoben, wie dieses hier. Ja, nee. nee, ist falsch. Kommt das Ding da reingeschoben. Hä? Liegt doch hier eigentlich oben drauf. Nee. Nee, das. Alter, ich. Also so wie der Held der Stein nur so, das konnte ich nicht, ne? Bin jetzt schon am Ende. Haben wir die. Ne, kein Bock. Ja, das wird so blöd. Oh. Junge, Alter, was ein Geraffel. Was für ein Geraffel. Aber irgendwie feiere ich das ja, ne? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Aber lustig ist trotzdem. So, Freunde, dann würde ich mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich muss mal gucken, wie dieses Raffel jetzt hintüdelt. Weil ich will auch nichts wegschmeißen, weißt du? Das ist ja richtig Arbeit gewesen. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt mal meinst du auf hier. Was ich hier. Danke, Ubo. Ich würde sagen, ich packe eine Kinderkiste. Und die freuen sich darüber. Ja. Junge, Alter. Geil. Dankeschön. So. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und mal gucken, was mich dann erwartet. Geil, Mann. Mutter. Scheiße. Junge.